Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, ich bin natürlich wieder mal Hundegassi. Der Hund, der trödelt vor mir so rum. Da ist nichts zu machen. Ja, was sagt das im Wetter? Also, der Wetterbericht ist, wir haben 7 Grad. Es ist bewölkt. Ihr seht, der Himmel ist bezogen. Und das sollen 10 Grad werden. Oh, ich werde verfolgt. Oh. Wer ist das? Ach, ist der Hund. Nein, das ist eine Person. Das schwarze Schaf. Hallo. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich bin gerade auf einer Bewegungsrunde, Leute. Da müsst ihr euch jetzt dran gewöhnen. Jetzt sind wir zu dritt und nicht mehr zu zweit. Ja, aber nicht die ganze Zeit, ne? Nein, nein, nur kurze Zeit. Ja. Ja, was wollen wir noch? Und das hat die Nacht schön geregnet. Und heute Vormittag hat es auch noch geregnet. Das heißt Vormittag, na, das ist ja 12 ist es, glaube ich. Und mindestens vor einer halben Stunde ungefähr hat es noch geregnet. Ja, dachte ich, naja, dann wartest du noch den Regenschauer ein bisschen ab. Vielleicht morgen mal sehen oder mal sehen. Irgendeinen Tag, die Woche werde ich noch Rasen sehen. Jetzt ist die Erde so schön durchgeweicht. Denn ich hatte gestern, wollte ich schon sehen, hatte Tag vorher, hatte ich das angesprengt, aber ist nicht durchgezogen, eine ganz dünne Schicht und dann war schon wieder alles Pulver, trocken. Da habe ich gedacht, na gut, dann wartest du, bis ein bisschen mehr durchgedrängt ist, dass der Rasen besser anwachsen kann. Das ist ja bloß oben nass, das reicht nicht. Ja. Und alles, das ganze Kommando steht. Da wird geschattet. Sehr, sehr weit weg. Langsam kommt. Jetzt kommt sie näher. Oh, Flitzer. Aber Leute, ihr seht mich jetzt von Weitem. Ne? Guckt mal. Oh. Der hat doch mal ganz eng gesessen. Ziemlich eng, ja. Es ist einfach so krass, ja. Also ich denke, ich weiß nicht, was der Uwe euch erzählt hat, weil ich gerade mit Instagram beschäftigt war. Ja. Aber ich werde euch auf jeden Fall heute ein Update ja, quasi abdrehen, beziehungsweise in diesem Vlog erzählen. Hose rutscht, Buchsen hoch. Und dass ihr auf dem neuesten Stand seid, ja, weil ich hatte ja gestern meinen zweiten Nachsorgetermin. Ja. Oder war das schon der dritte? Der zweite. Genau. Ja, das hat natürlich nicht erzählt, dass er gestern war zum Messen. Kontrolle. Ja, zum Besprechen auch. Ja, und zum Kontrolle, Besprechen. Genau. Ja. So, jetzt lass uns aber weitergehen. Jetzt gehen wir weiter. Kriegst du das mit? Ja. Das ist ein ungewohntes Bild, ne? Uwe und mich zusammen Gassi gehen zu sehen. Ach, das wird dann nur noch so. Aber es ist wirklich so, dass es im Moment oder halt zur Zeit so ist, dass ich beim Reden auch laufen kann. Ja, stimmt. Also, dass ihr mich jetzt nicht die ganze Zeit schnaufen hört. Das ist ja der Grund gewesen, warum ich keine Gassi-Aufnahmen von mir gemacht habe. Ja. Weil, ne? Schnaufi, schnaufi. Die Lokomotive fährt nicht mehr. Die steht stille. Der Dampf ist raus. So, hier sind jetzt der Rest Tulpen. Wo sind die da? So. Jetzt zeige ich euch mal
Zwei Schönheiten. Ja, der Flieder und ich. Ach, nicht der, du und der Flieder. Hallo. Ja, wie schön das Flieder sind. Ja. Toll. So, verstehen sich dann Kira und... Nee. Die verstehen sich nicht. Könnt ihr euch noch daran erinnern, dass wir immer ja eine Gassi-Runde hatten, wo in der Mitte eine riesige Palme, ja genau so sie, Tanne, eine riesige Tanne war. Da, man kann ja jetzt hier eigentlich nicht mehr durch, es sei denn, man hat einen Schlüssel oder die Tür ist offen. Und ich hatte so das Bedürfnis, mal hier, also von hinten gibt es keine Tür, ne? Gibt es nur von vorne. Und ich hatte das Bedürfnis, mal hier lang zu gehen, weil ich ja weiß, dass sie hier alles umgeändert haben. Und jetzt haben sie hier einen Spielplatz draus gemacht. Da ist die Tanne. Also der aufmerksame Zuschauer weiß, komm Kira, hier lang. Dass wir hier, genau hier an dieser Stelle, Kira das erste Mal von alleine genommen haben. Das war damals ganz schön aufregend. Und dann kann ich mich noch erinnern, dass wir mit Kira, um ihr das alle zu erleichtern, halt hier um die Tanne ein Spiel gemacht haben, ne? Dass sie da halt toben konnte und alles. Kannst du dich erinnern, ja. Schatz? Ja, ja, ja. Ja, und jetzt ist da ein Spielplatz. Sehr schade für alle Hunde, ja. Weil Hunde, jedenfalls wir lassen Kira nicht auf den Spielplatz, ist ja klar. Aber für alle Hundebesitzer ist es schlecht, ne? Weil das halt eine schöne Auslaufwiese war. Genau. Wollte ich euch einfach mal zeigen. Ja. Oh, hier wird gebaut. Und zwar bin ich jetzt wieder mal auf dem Hof. Das ist ja Geschichte. So sieht das aus, wenn es planiert ist. Wie gesagt, das soll alles Rasen werden. Und vorne kommen die Blumen hin. Ja, was sagen wir denn zum Wetterbericht? Der Wetterbericht ist, wir haben zurzeit 9 Grad, aber es ist bewölkt. Ja, ab und zu kommen ein paar dicke Wolken. Die Sonne fängt ein bisschen an durchzublinzen. Und es sollen heute 21 Grad werden. Ja, und ich mache jetzt schon wieder ein Bastelwaste. Und zwar habe ich, wie ihr seht, habe ich da schon leider angefangen. Oder habe schon angefangen unten im Keller. Da habe ich jetzt Kanthölzer mir genommen. Und oben Bretter zugeschnitten. Auf eine gewisse Länge. Und Löcher durchgefräst. Also nicht durchgefräst, durchgebohrt. Die habe ich mir gebohrt und dann mit dem Stechbeutel bin ich lang gegangen und habe die Löcher durchgehauen und fein mit einer Holzraspe bin ich lang gegangen. Und zwar, ihr seht doch da das schwarze Teil. Und wir haben das festgestellt, vorhin, ja, ich werde es mal schnell abmachen. Und zwar für die Bank. Für die Klötzer habe ich mir schon angepasst. Habe mir das vorher das Brett genommen, auf der Länge zugeschnitten und die Bank aufgestellt, die Füße, und habe mir das angezeichnet und danach ausgearbeitet. Ihr seht hier 3 Schrauben drin und ich habe das in der Mitte geleimt. Und ringsrum in habe ich mit dieser Farbe gestrichen, was ich nicht mehr habe. Habe leider keine mehr davon. Ich wollte aber die Reste verarbeiten. Und habe mir neue Büchse gekauft, Holzschutz. Bei Aldi hatten sie jetzt Angebot, der hat gesagt, ach gut,
nimmst du eine Wechsel, das reicht auf alle Fälle dafür. Und zwar würde ich das nämlich runterstellen. Und wir haben die immer, wenn du drauf sitzt, so. Und wenn du drauf sitzt, hast du das Gefühl, die Knie sind in den Ohren. Und da habe ich mir gedacht, jetzt machst du das auf Klötzer und fasst das ein und dann steht die ganze Sache ein bisschen höher und man sitzt auch besser drauf. Und ich zeige euch das mal so, wie ich mir das gedacht habe. Jetzt muss ich aber erst schnell in den Schuppen gehen und das abschließen. Das Schloss hier, Kapitenschloss. So, und diese Plane hatten wir uns, den Überzug, hatten wir uns zum Herbst gekauft, weil wir gesagt haben, bei Wind und Wetter, da macht die Bank nicht lange mit. Trotzdem das alles normal gestrichen habe mit Holzschutz. Aber darunter ist dann irgendwie mehr geschont. Und das sind Eisenbeine, bis die durchgerostet sind, das dauert. Jetzt werde ich das euch mal kurz zeigen. So, das habe ich jetzt, es war zum Herbst, habe ich das nochmal gestrichen mit Glasur. Mit Holzschutz natürlich und wie gesagt, den Überzug, den haben wir uns im Herbst geholt, dass sie ein bisschen geschont ist. Und es hat sich bemerkbar gemacht, er hat kein Wasser abgekriegt, nichts. Es ist trocken geblieben. So, nun werde ich euch das mal zeigen, mit den Klötzer, wie ich das gedacht habe mir. Wie gesagt, ich muss da noch dran arbeiten. Schön. Zweite Mal. Und? Na gut, das ist jetzt uneben. Dafür kann ich nicht. Man sitzt besser drauf. Macht sich bemerkbar. Jetzt kommt hier in der Mitte noch eine längere Stütze rein. Die muss ich natürlich länger machen, dass unten, dass sich das nicht durchbiegt. Aber so ist das super. Man sitzt sehr besser. Besser drauf, auf alle Fälle. Und ich werde jetzt alles nochmal mit Holzschutz, Glasur, werde das alles nochmal streichen. Und inzwischen, wo das trocknet, kann ich dann diesen Stempel in der Höhe machen. Aber ich habe ja einen Zollstock gleich mit, werde mal gleich ausmessen. 41 cm. Okay. Und das sieht gleich besser aus. Und werde gleich anfangen mit Streichen. So, das sieht zwar nicht so, wie ich mir das gedacht habe, die Farbe, aber ist okay. Das war zu, ist zwar unterschiedlich, aber was soll's. Kann ich nicht ändern. Und ich wollte die alte Farbe verarbeiten. Die steht da unten im Keller und trocknet, fängt an zu trocknen. Und ich habe gedacht, na, bevor du die richtig wegschmeißen kannst, dann muss ich die schnell verarbeiten. Jetzt hoffe ich, dass es schnell trocknet. Dass es schnell trocknet und dass ich dann hier weiter streichen kann. Inzwischen gehe ich runter in den Keller und schneide mir diese Stifte dazu. Den Stempel, so mache mir den Stempel dazu. Aber erst werde ich das fertig streichen. Gleich im Blinze zwar ein bisschen, es sind ja auch dicke Wolken unterwegs. Aber
Wird schon. Hauptsache, es regnet nicht. Ja, und der Flieder, der ist schön schon da, der wächst schon. Er blüht schon, so, er wächst nicht, er blüht schon. Und der weiße Flieder fängt auch an zu blühen. Ach, hier ist noch eine Tulpe. Ich hatte so viele Tulpen, hier sieht er die Blätter gepflanzt. Nichts ist, eine einzige Tulpe ist gekommen. Naja, soll nicht sein. Was nicht ist, ist nicht. Pech gehabt. Ah, Klärchen ist da. Was ich sagen wollte, was hält dann da von meiner, wie findet dann meine neue Arbeitshose? Die hat mich extra gekauft für Waste. Ja, war das erst war ich bei Aldi. Aldi hatte die auch ein Angebot gehabt, aber natürlich keine Männergröße. Alle waren zwei Nummern zu klein. Und ich gesagt, nee, kannst du vergessen. Und dann bin ich zufällig irgendwie zu Lidl gekommen. Und was sollte ich da holen? Weiß ich jetzt nicht mehr. Und da habe ich dann doch gesehen, dass sie die Arbeitshosen haben. Und dann habe ich dann geguckt, das könnte meine Größe sein. Nach Hause gefahren, anprobiert, passt. Es war ein bisschen zu lang, die muss ich mir noch umnähen, aber das ist alles kein Problem. Aber zumindest habe ich wieder eine vernünftige Arbeitshose. Dann freue ich mich, die Trainingshose, das war nicht das Wahre. Hat man nie so richtig zugesagt. So, da kann ich auch jetzt richtig weiterarbeiten mit. Susi, die ist oben, die arbeitet am Rechner. Dem bearbeitet, glaube ich, ein Bastelwaste. Zumindest arbeitet sie da oben am Rechner dran. Und Icke wäre schön. Hier unten frische Luft genießen. Ich habe jetzt mir der Kantholz zugeschnitten auf Länge und das wird dann da angeschraubt. Und das werde ich jetzt machen. Und dann werde ich das gleich ein bisschen streichen. So, die Bank habe ich jetzt auch fertig. Habe den Stempel mir schnell noch mal gestrichen und angeschraubt und dann werden wir mal sehen, wie das aussieht, wenn ich die umdrehe. Jetzt wird es natürlich länger sein, weil hier viel Klötzer steht. Soweit habe ich das erstmal alles fertig. Jetzt warte ich, bis es trocken ist und dann zeige ich euch das noch mal, wie die Bank drauf steht mit den Stempel, was ich gemacht habe. Und dann ist das schon so gut wie mein Bastelwaste fertig. Ja, ihr seht, Klärchen ist draußen. Ich habe meine Arbeit gemacht und jetzt kommt sie raus. Aber dafür ist alles fertig. So habe ich mir das gedacht. Und ihr seht nochmal, das wird gut. Und man hat die richtige Höhe. So, in Wintermonaten werden die Klötzer, kommen sie in den Schuppen rein. Dann stehen sie trocken und dann kommt das wieder auf die Erde. Dann ist das alles in Ordnung. Habe ich das so, wie ich das wollte. Und da wird sich auch bestimmt meine liebe Frau freuen, dass man da vernünftig drauf sitzen kann. Und das Fehler hat auch nicht mehr in der Mitte. Auch erledigt. Thank you.
ihr Lieben, ratet, wo wir jetzt sind. Ja, wir haben wir stehen auf der Straße. Wir haben das schöne Wetter ausgenutzt, ja, und sind jetzt noch mal schnell zum Sven gefahren, denn wir haben einen Termin zum Schönmachen. Und wir müssen uns beeilen, denn wir haben jetzt den Termin. Ja. So, ihr wisst ja, Sven, der beste Friseur ever, ist in der Zillertalstraße 1. Und wenn ihr einen Termin wollt, müsst ihr die Telefonnummer hier anrufen. Die hier. Und dann freut euch auf eine schöne Zeit bei Sven. Der Sven ist jetzt außer Hör- und Sehweite. Ja. Und er sagt immer, wenn er außer Hör- und Sehweite ist, machen wir Blödsinn. Das stimmt gar nicht. Ja. Leute, glaubt ihr dem Sven nicht? Muss er das mal beweisen. Wir sind immer artig, sittsam und brav. Das könnt ihr bestätigen, oder? Man hört irgendwie eine Stimme aus dem Hintergrund. Ja. Keine Ahnung, weil ich verstehe nichts. Verstehst du, was du? Nee. Die sind sowieso alle hier. Der Sven reden. Redet ja. So undeutlich. Das ja, also Kaffee hat er uns schon gebracht. Der sieht sehr lecker aus. Diesmal gibt es die kleinen Tassen, weil wir zu spät hier sind. Ja, und ja, wir kriegen jetzt die Reste. Schmeckt da anders? Vom Kaffee. Ja, der schmeckt kleiner. Ich muss mal probieren, ob der wirklich kleiner schmeckt. Momentchen. Ja. Oh. Sehr also klein. Der schmeckt sehr klein. Leute, der Sven kommt, ich muss auf. So. So ist der Stand der Dinge. Schick, ne? Mit hier Gestellüberzieher. Damit meine Brille da nicht schmutzig wird. Der Sven ist jetzt mal da für kleine Prinzen, wo Uwe gerade vorher war. Uwe hat den Deckel angewärmt, ja. Und jetzt ist mein lieber Göttergatte dran. Ja, und dann? Ja. Und dann gehen wir. Ja. So siehst du mich fertig. Bleibt jetzt für immer so. Nein. Alles wartet auf Sven, ist ja klar. Genau. So, was hast du denn für ein T-Shirt an, Uwe? Zeig das mal. Ich koche nicht, ich werfe Dinge in die Pfanne und hoffe. Es ist einfach zu cool. Ihr habt echt so, so geile Ideen immer. Sehr, sehr schön. So, ich habe jetzt natürlich Ansätze wieder gemacht. Also machen lassen, ne? Ist ja klar. Und ein paar Kammsträhnchen rein. So, jetzt kommt der Sven. Ja, ist halt nicht gesagt, dass er was jetzt macht. Das, beziehungsweise er erscheint. vom Prinzenthron, ne? Ja. Und jetzt geht es weiter mit Uwe. Genau. So, ihr Liebeleins, wir sind fertig. Ja. Und so sehen wir aus. Die Glatzkopfbande ist wieder da. Ich zeige euch mal jetzt noch hier von der Seite. Ich habe nämlich wieder was reingeschnitzt bekommen. Ja, das sieht man zu Hause, ja. Sehr gerne zeigen. Ja, also ihr Lieben, es war wieder ein ereignisreicher Tag für uns. Ich bin völlig am Ende, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja. Ich bin auch heilfroh, dass ich mir was zu trinken mitgenommen habe. Wir sitzen jetzt in der Bushaltestelle auf dem Weg nach Hause, aber wir werden uns jetzt hier aus diesem Video verabschieden. Ja. Ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten, fürs Dranbleiben, fürs Liken und Teilen und natürlich für eure Liebe in den Kommentaren. Dafür bedanke ich mich von ganzem Herzen. Uns beiden bleibt jetzt eigentlich nur noch übrig, das zu sagen, was wir immer sagen. Seid frech, wild und wunderbar. Bis dann, Mann. Mach's gut. Ganz viele Knutschis an euch und schön, dass es euch gibt. Tschüss. Tschüss.